Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Wir sind wieder in der Irrenanstalt. Ach, ist das nicht herrlich. Alte Bekannte, König Adrian, Droggelbecher, Peter und Petra haben wir im letzten Part getroffen. Ja, sie wollen eine Pizza haben. Wir haben bereits eine bestellt, aber die muss natürlich noch entsprechend belegt werden. Und ja, da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als ein bisschen rumzuprobieren. Und ja, wir zeigen, denke ich, erstmal die Pizza König Adrian. Ah, die Pizza, wohlan. Droggelbecher! In der Tat, du hast die Bananen für meinen treuen Freund Droggelbecher vergessen. An meiner Tafel soll niemand Hunger leiden. Hilf vor! Geh sie uns damit aus den Augen! Entschuldige, König. Ich bin es einfach nicht wert. Oh Gott. So. Dann gucken wir mal, womit wir hier noch interagieren können. Roter Vorhang? Was? Die hat einfach den Vorhang zerfetzt. Böses Mädchen. Du sollst keine Vorhänge zerfetzen. Ah. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Ja, vielleicht will ich das aber doch. Ach, ne, das hat die Na toll. Ah, da rede ich von einem Verbot und dann kommt tatsächlich was. Dann werden wir den Spitze-Gegenstände-Verwendungsmodus aufgeben und mal wieder ein bisschen mit dem Feuer spielen. Sching! So, Lilly, schnapp dir jetzt die Duftkerze. Yeah! Ich hoffe, die brennt nicht mehr. Sie brennt noch. Cool, sie hat sie in die Tasche gesteckt, obwohl sie noch brennt. Das ist sehr interessant. Na gut. Was machen wir denn jetzt? Wir haben ja... Eigentlich haben wir ja die Zutaten. Probieren wir mal, ob wir es kombinieren können. Blaue Blaubeeren. Okay. Gelbe Bananen. Okay. Roter Vorhang. Nein, natürlich nicht. Rote Tomaten. Okay. Und dann noch den Brokkoli. Grüner Brokkoli. So. Okay. Droggelbecher scheint ganz glücklich zu sein. Der wirkt sowieso nie glücklich. Naja. Aber König Adrian und Petra wirken etwas betrübt, beziehungsweise im Falle von König Adrian sogar etwas angesäuert. Das kann wohl noch nicht des Rätsels Lösung sein. Ah. Ja, okay. Gut, wir kennen die Farbschwächen der einzelnen Charaktere und wir wissen, dass wir Pissoirs haben, wo wir gewisse Sachen umfärben können. Und das wird mit Sicherheit das Rätsels Lösung sein. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie machen wir das? Weil wir haben ja gesehen, dass das so ohne weiteres nicht funktioniert. Was suche ich denn jetzt hier? Die Tür war fest verschlossen. Ja, da will ich auch gar nicht hin. Ich will zum Waschraum. So. So. Hier war's. Hier können wir die ganzen Sachen umfärben. Aber das hat ja so ohne weiteres nicht funktioniert. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal hingehen und einfach mal die gelben Bananen in das blaue Pissoir tun, aber da wird sich wahrscheinlich nichts tun. Na, na, na! Du verfärbst ja noch die ganze Wäsche! Dieses Pissoir ist nur für blaue Wäsche gedacht. Wenn du welche dabei hast, kannst du das Pissoir so lange benutzen, wie du willst. Aber nicht vorher. Juhu! Tja, haben wir eigentlich irgendwas Blaues, was wir umfärben können? Seidentuch? Roter Vorhang? Grünes Kissen? Gehen die als... In gewisser Weise gehen die als Kleidungsstücke durch, beziehungsweise zumindest als Textilien? Ja, eigentlich schon. Ja, als Textilien ja sowieso. Wollen wir es einfach mal zum Spaß probieren? Grünes Kissen mal in das grüne Pissoir? Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das grüne Pissoir ruhig, so oft du willst.
Juhu! Sehr schön. Und wieder rausnehmen kann ich es nicht? Nee, kann ich nicht. Okay, aber dann scheint das schon mal der richtige Ansatz zu sein. Dann tun wir jetzt mal den roten Vorhang in das rote Pissoir. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das rote Pissoir ruhig, so oft du willst. Naja, so wirklich verstanden habe ich das Prinzip noch nicht, weil in Bezug auf das Essen bringt mich das noch nicht weiter. Es sei denn natürlich, wir sind in der Lage, Essen darin einzuwickeln. Und... Oh, dabei müssen wir uns wahrscheinlich der verschiedenen Farbschwächen der Charaktere bedienen. Die mir jetzt natürlich hauptsächlich wieder entfallen sind. Das ist natürlich schlecht. Rot-Gelb-Schwäche bei Adrian, Gelb-Grün-Schwäche bei Petra, Grün-Blau-Schwäche bei Droggelbecher und Grün-Rot-Schwäche bei, Peter, genau. Ja doch, dann weiß ich's noch. Dann weiß ich's noch alles. Okay. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass wir jetzt hier hingehen können und einfach irgendwie das Essen darin einwickeln können und dann wird das Ganze gewaschen und dann, ja, keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art, so stelle ich mir das vor. Ja, aber gut, selbst wenn wir das Essen darin... Moment, ja. Okay. Wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal hingehen und die Tomaten in das grüne Pissoir tun, was passiert dann? Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Tatsache! Wir können das Essen auf diese Art und Weise umfärben. Boah! Das ist aber... Boah, das ist aber heftig. Das ist heftig, weil da werden wir einiges rumprobieren müssen. Das könnte noch ein paar Parts dauern, Leute. Okay. Das war bereits frisch gewaschen. Okay. Also, das Seidentuch hier geht nicht als blau durch, oder was? Dann fehlt uns also noch was Blaues und was Gelbes. Oder benötigen wir vielleicht gar nichts Blaues und Gelbes? Wer weiß das schon so genau? Na gut. Wir probieren es einfach mal aus. Wir färben die Bananen nochmal rot. Einfach mal so zum Spaß. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Juhu! Rote Bananen. Sehr schön. Jetzt haben wir aber immer noch nichts Gelbes. Zum Beispiel, was weiß ich, gelbe Blaubeeren oder sowas. Ob das Essen dann überhaupt noch genießbar ist? Naja. Da fällt mir aber... Was wir als Sidequest natürlich noch machen könnten, ist mir jetzt gerade mal eingefallen. Herrn Mantel noch den Staubwedel bringen. Die Tür war fest. Ja, du mich auch. Mit der Tür war fest verschlossen. Genau. Wir bringen jetzt erstmal Herrn Mantel den Staubwedel, weil das haben wir ja auch noch. Das ist ja... Oh Gott, ich muss wieder so viel überlegen hier. Das ist ja schrecklich. Zum Kaminschacht. Sching. 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 Danke. Hey, du. Hab ich Staubwedel? Verkauf ich dir, mach ich dir gute Preise. Was hast du da? Einen Staubwedel? No. Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? So wie die Reifenschaukel. Schon her. Okay. Ah, was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wieder gefunden. Hier, nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Ah, sehr schön. Bitte lass es blau sein. Es ist natürlich weiß, aber... Wir können es vielleicht blau einfärben irgendwie. Flasche mit Stärke. Was haben wir eigentlich da noch eigentlich? Ja, das ist ja unfassbar. Naja.
Ganz genau weiß ich noch nicht, was es uns gebracht hat. Hallo Bienenmann. Ja, glaub mir, ich bin genauso deprimiert wie du. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Wie wir als nächstes vorgehen. Ich muss so viel herumexperimentieren. Mockst du dann Brokkoli? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Du willst das als gute Idee bezeichnen? Geht der Bienenmann eigentlich als Insekt durch? Also so als richtiges Insekt? Vielleicht können wir ihn mit einer Duftkerze dann nämlich anlocken. Oder generell mit einer Kerze. Das wäre jetzt genial, wenn das ginge. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Die Idee war gut. Die Idee war gut. Okay. Es funktioniert also nicht. Es sei denn, wir können irgendwas anzünden. Oh ja, lass uns etwas anzünden! Juhu! Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, als sie Lilly aus dem Haushaltskurs geworfen hatte. Lilly konnte einfach nicht mit Stoff umgehen. Und das? Vielleicht hat Lilly... Na gut. Es war ja nur einen Versuch wert. Na schön. Ja, können wir hier oben sonst noch was machen? Gibt's da eigentlich sonst noch irgendwas hier oben außer dem Bienenmann? Was haben wir hier? Eine Laterne. Leuchtet sie oder leuchtet sie nicht? Die leuchtet. Doch, sie leuchtet auf jeden Fall. Was können wir damit machen? Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Das ist ein Hinweis, oder? Das ist ein Hinweis auf irgendwas. Vielleicht können wir... Ja, ich glaube, dass mein Gedanke gar nicht so schlecht war. Wie ich darauf komme, ganz einfach, warum sollte man sowas hier einbauen? Dass Motten das Licht der Lampe umschwirren? Wenn man nicht auch den Bienenmann vielleicht irgendwie dazu kriegen könnte, sich hier hinzubegeben oder so. Oder auch dazu bringen könnte, um irgendetwas herumzuschwirren. Weil im Grunde ist er ja wirklich so eine Art Insekt, wenn man es so will. Also ich weiß nicht, ob er meinem Gedankengang jetzt ganz folgen könnte, aber ich probiere es jetzt mal. Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz. Ach Götz. Okay, dann bringt das alles nichts hier. Schade, ich hätte echt gedacht, dass wir den Bienenmann anlocken können. Mann, ist das ärgerlich. Ich hätte es echt vermutet. Ich hätte schwören können, dass man den Bienenmann hier anlocken kann, weil irgendwas musst du mit dem armen Kerl ja machen, bestimmt. Ich meine, ich will sein Bienenkostüm. Wir brauchen irgendwas Gelbes zum Waschen und ich glaube, sein Bienenkostüm wäre da genau das Richtige für. Und was Blaues brauchen wir auch noch. Was passiert eigentlich, wenn wir die Stärke mit dem Laken verbinden? Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte sie ihre Wäsche lieber weich. Harte Wäsche hatte sie im Kloster lange genug gehabt. Oh Gott, das verstehe ich natürlich, Lilly. Na gut, es nützt dir alles nichts. Im Moment weiß ich noch nicht, was mit dem Bienenmann zu tun ist. Ist auch vielleicht nicht weiter tragisch. Was will ich denn eigentlich hier noch? Ein Dosenöffner, was können wir eigentlich damit noch machen? Können wir damit noch irgendwas machen? Haben wir eine Dose zum Öffnen oder sowas? Oder sind auch dafür wieder unsere Arme einfach zu kurz? Man weiß es ja nicht. Das will ich nochmal probieren. Gehe zu zum Wartungsroom. Room, ja genau, Wartungsroom, yeah! Können wir irgendwas lochen? Oder öffnen? Haben wir eine Dose? Können wir vielleicht... Warum sollten wir das tun? Nein, wäre ja Blödsinn. Ah, Lilly, was tust du denn da? Hey, ich benutze spitze Gegenstände. Du sollst Ja, ja.
Du mich auch. So, Messer durch den Kopf, Harvey. Sching! Aber was soll es uns bringen? So, probieren wir es nochmal. Lilly dachte darüber nach, ein paar Löcher hineinzumachen. Aber sie hatte gelernt, solche Gedanken abzuschütteln. Zumindest, wenn keine Pflaster bereit lagen. Hm. Wir haben ja eigentlich... Ist das eigentlich ein blaues Wollknäuel? Ja, nicht wirklich, oder? Ist eher so... Aber können wir vielleicht irgendwie eine Stickerei auf das Seidentuch machen mit Hilfe der... Vielleicht hatte die Oberin recht, Lilly, wo... Ich weiß nicht, wie man mit Nadeln umgeht. Na, okay, vergessen wir es. Keine blauen Stickereien hier drauf machen. Mir gehen nämlich langsam echt die Optionen aus, wie ich hier ein blaues Kleidungsstück noch irgendwie bekomme. Aber wenn wir schon mal hier sind, gibt's irgendwas, was wir kaputt machen können mit dem Dosenöffner? Also die Flasche ja schon mal nicht. Können wir das Bettlaken kaputt machen? Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Ich werd bekloppt. Juhu, wir haben ein Gespensterkostüm. Juhu, Lilly. Der Part hat schon Überlänge, oder? Und ich mache nur Mist heute. Egal. So. Können wir noch irgendwas tun? Oder sollte ich mich dann doch langsam mal in den nächsten Part verabschieden? Na, wenn wir schon mal hier sind, dann lochen wir jetzt einfach mal alles. Hier, komm, die Pizza. Lilly dachte darüber nach, aber sie hat zumindest... Ja, okay. Loch? Karte? Können wir... Ja, wir machen einfach mal... Wir lochen einfach mal die Karte. Die macht das echt! Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Wie böse. Kreditlochkarte. Ich habe noch keine Ahnung, was... Doch, ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Natürlich habe ich eine Ahnung. Haha. Juhuhuhu. So. Gehst du zu Zumdach, Lilly? Bienenmann, wir sind wieder bei dir. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass meine Theorie irgendwas... Aber warum sollten wir ihn jetzt noch anlocken? Wir können jetzt einfach zu ihm gehen. Wäre ja Blödsinn. Aber gut, ich würde sagen, dann reden wir halt einfach mal mit ihm. Er soll uns endlich sein gelbes Bienenkostüm geben. Ich brauche es. Zum einen wegen Bug Bumble, zum anderen, ja, weil wir unbedingt ein gelbes Kleidungsstück noch brauchen. Also, ich würde sagen, wir haben in diesem Part doch eigentlich ein bisschen was sogar erreicht. Auch wenn ich noch ein bisschen planlos umherirre. Aber das ist ja eigentlich auch, denke ich, noch im Bereich des Normalen, was ich hier mache. Hoffe ich jedenfalls nicht, dass ich schon irgendwas völlig Offensichtliches übersehen habe. Ja, jedenfalls würde ich mich erstmal verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und reden dann mit dem Bienenmann. Ich freue mich schon drauf.